Aber wenigstens habe ich den Panzer diesmal gesehen, den ich reingefahren bin. Was? Ich hatte doch einen grünen Panzer hinten am Arsch, oder nicht? Jo Freunde, was geht ab? Wir zocken heute Mario Kart 8 Deluxe und ich habe mir diesmal Unterstützung mitgebracht, und zwar meine Jumbo Mario Figur. Und zur Feier des Tages habe ich mir dann auch einfach mal gedacht, spielen wir denn halt auch einfach mal mit Mario? Mensch doch, was eine coole Videoidee, Leute. Ja, wir spielen natürlich wieder regional, ein bisschen online hier und ja, mal gucken, was so geht. Die Lobby ist voll, 12 Leute und die haben, glaube ich, auch relativ viele Punkte, wenn ich gerade richtig geschaut habe. Aber es wird hier kein Selbstläufer und ja, mal gucken. Vielleicht kann ich hier mal, ja moin, schön direkt gegen die scheiß Krabbe, die sonst niemand berührt, aber ich natürlich. Ja moin und kein Geschenk. So, was ich sagen wollte ist, vielleicht werde ich es ja schon mal schaffen, hier Erster zu werden in dem Part. Ui, das war knapp mit dem Boomerang. So, ich bin jetzt auch schon wieder Fünfter. Und auf der Karte sieht man vorne die Gold-Marios fahren vorweg. Läuft bei denen. Boah, die Pflanze 1 Millimeter an mir vorbei, ey. Boah, da vorne komme ich ja nie mehr dran. Treffe ich den? Komm, 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 Baby! Und yes! Der war schön. Oh, 3 Red Shades. Komm, schieß die Dinger ab, Keule. Ey! 6. nur noch. Oh, da kommt ein blauer. Oh, ich habe den nicht abgekriegt. Das war aber knapp. Oh, ein Stern. Nice. Ah, setz den mal lieber ein, bevor ein Blitz kommt oder sowas. Ist schon oft genug passiert. Na, treffe ich. Ja! Hä? Nein, genau denn, wo mein Stern weggeht. Oh Mann. Ich hab's schon befürchtet, ne? Ja moin. Oh nee. Oh Mann, ey! Mann! Auf einmal 9. oder was? Das schon wieder für eine unlogische Dreckskacke, Mann. Dieser Blitz hat alles versaut, Leute. Egal. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. So, Leute, um nochmal auf die Situation von gerade zurückzukommen. Dieser Blitz, ja, das ganze Rennen versaut. Ich habe extra den Stern eingesetzt in der Hoffnung, dass denn ein Blitz kommt. Und mein Stern hört denn genau auf, wenn der Blitz einschlägt. Und denn da, deswegen lagen auch diese 3 grünen Panzer da, wo ich auch noch reingefahren bin. Oh, und dann kam noch die Rakete und noch eine Red Shell und da war der Drops auch gelutscht. Wenn so viele Sachen in der letzten Runde passieren, dann hast du keine Chance mehr. Und schon mal gar nicht, wenn noch so eine süchtige Lobby hier. Hey! Da hat man eine Banane am Arsch als 6., was überhaupt schon peinlich genug ist, dass ich eine Banane bekomme. Man fühlt sich relativ sicher und dann kreuzt der irgend so ein Bastard kreuzt einen mit einer Red Shell hinten am Arsch, ey. Oh, dieses Spiel macht mich jetzt schon wieder aggressiv, wa? Das kann doch nicht angehen, ey. Kann nicht sein, dass ich mich hier mit dem 5. Platz zufrieden geben muss. Ja, 3 Red Shells, dann möchte ich mich jetzt mal nicht beschweren. Ja, moin, und die eine ist einfach in der Luft einfach zersprungen. Habt ihr das gesehen? Das gibt's doch gar nicht, ey. Nein! Was ist da jetzt noch explodiert? Ich habe gerade nicht hingeguckt, weil ich mich aufgeregt habe. Diese Feuerblume ist so OP, Leute. Ja, schön aufgegessen da den Gold Mario. Kommt die Leine.
Oh, zweiter? What the fuck? Damit wäre ich zufrieden. Direkt wieder eine Red Shell, ne? Abbekommen. Also hätte ich abbekommen. So, zweiter Platz. Dafür sollte es langen. Jawohl. Hui, wenigstens mal zweiter geworden hier. Was heißt mal? Also am zweiten Rennen zweiter geworden. Damit bin ich zufrieden hier bei so einer guten Lobby jetzt von den Punkten her. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns gleich im nächsten Rennen wieder. Jo, Leute, gerade zweiter geworden. Also Mario zeigt sich hier als Glücksbringer aus. Und jetzt haben wir hier 200 CCM erwischt in der Online-Auswahl. Also, jetzt geht's hier auf jeden Fall ab. Ja, moin. Und ich wollte gerade sagen, jetzt zeichnet sich auch aus, wer gut fahren kann. Und ja, 10 Meter gefahren und ich lande direkt in der Schlucht. Man kennt ihn. 12. Was hat mich da getroffen? Ach, der hatte 3 Grüne um sich rum. Oh! Jetzt mal wieder reinkommen auf 200. Oh, schnell den Stern einsetzen wegen der Red Shell. Ja, sehr gut. Alter, wie schnell das ist. Und wenn man dann auch noch Pilze hat, ey. Geisteskrank, ne? Wow! Alter. Ey! Mann, mich hab ich so schön wieder nach vorne gekämpft, ey. Ihr Arschmaden, Alter. Oh mein Gott. Kriege ich auf 200 CC 11. auf einmal. Das ist so frech. Ja, moin. Letzte Runde. Da konnte ich gerade noch bremsen. Oh, habe ich die alle erwischt? Nö, die fahren einfach weiter. Man kennt ihn. Siebter, was? Kam mir viel besser vor zum Schluss. Und auf was bin ich da wieder ausgerutscht? Da war keine Banane, oder? Ich habe nichts gesehen. Keine Ahnung. Diese Anzeigebugs regen mich auf, Leute. So, Leute. Nächstes Rennen. Animal Crossing Map. Auch eine sehr geile Map. Nicht. Ja, Mario. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Nützt ja nichts. Haben wir hier wieder 150 CCM. Was war das schon wieder? Ey, entweder bin ich heute komplett blind oder dieses Spiel hat noch heftigere Anzeigebugs bekommen, als es damals am Release-Tag schon hatte. Von was? Warum schlittert mein Auto hier die ganze Zeit? Mein Gott, ey. Ist das mies. Also ich werde das im Video auf jeden Fall nochmal nachvollziehen, ob da jetzt wirklich was war. Also ich habe es jetzt auf den ersten Blick echt nicht gesehen, Leute. Ich bin einfach nur gefahren, auf einmal meint mein Auto hier voll die Kontrolle verlieren zu müssen. Jetzt schon blauer. Eine Banane als 6. Das Spiel schämt sich gar nicht mehr, ne? Ja, moin. Wo war meine Banane denn jetzt? Ich hatte doch eine Banane. Hä? So, mach Platz da. Ja, 2 Geschenke wenigstens. Komm, Pilz. Ja, da kann ich hier rüber. Man kennt ihn. 7. Platz. Leute, was ist denn hier für eine Scheiße schon wieder los? Ja, wenigstens habe ich den Panzer diesmal gesehen, den ich reingefahren bin. Ich hatte doch einen grünen Panzer hinten am Arsch, oder nicht? Ey, ungelogen. Das ist der verbuggteste Mario Kart Part, den ich, glaube ich, jemals hochladen werde. Oder auch jemals erlebt habe.
Oder die Sonne macht mich fix und fertig, Leute. Ja, moin. Sechster Platz. Sehr geil. Mein Gott, Mario, was ist denn los mit dir, Mann? Leute, eine Runde gönne ich mir noch hier in der Hoffnung, vielleicht eine bessere Platzierung ergattern zu können. Und dann sehen wir uns gleich in der letzten Runde wieder. So, Leute, zum Schluss nochmal 150 Spiegel auf der Regenbogen-Map hier. Auf dem Regenbogen-Boulevard. Ich fahre die Map eigentlich gerne, aber heute klappt eh nichts. Also von daher ist es egal, Leute. So, mal gucken, wie ich hier durchkommen. Ey, das kann nicht sein. Okay, aber das war, muss ich auch sagen, das war bodenlos von mir gewesen. Wenn ich hier nicht mal da den Drift richtig timen kann. Trotzdem jetzt schon wieder Dritter, also die anderen scheinen auch ein bisschen reingekackt zu haben. Was setze ich denn da den Pilz ein, mitten in der Kurve? Okay, ich habe hier heute auch, zumindest in diesem Rennen, auch keine bessere Platzierung verdient. Ja, moin, da kommt eine Red Shell. Ja, achso, ich dachte, der nimmt mir auch noch das Geschenk. Mann, schießt eure scheiß Feuerkugel nach vorne, ihr Missgeburten, Mann! Kann alles nicht angehen hier, ey. So, pass auf, jetzt kommt ein Blitz. Dann raste ich aus, wa? Das kann nicht sein, was ich hier mache, wa? Das ist das Schlechteste, was ich jemals gemacht habe. Schafft man das hier auch mit dem Stern? Ja, ganz knapp. Neunter, ey. Ich bin aber auch bodenlos gefahren, diese Runde. Oder dieses Rennen. Ja, sehr gut. Doppelgeschenk. Ja, moin, Panzer. Vierter jetzt noch hier auf Krampf. Und den hole ich auch noch. Ein Dritter. Woo. Wegen den scheiß Blitz habe ich ihn jetzt fast doch nicht überholt, aber es zählt hier noch. Und somit im letzten Rennen wenigstens noch Dritter geworden, Leute. Alles klar, das soll es mit dem Video hier gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben nicht vergessen. Und Daumen nach oben, Leute, wegen, ja, ihr wisst schon, ne? Mario war dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein, bleibt gesund, ciao.